Lalala. Ich muss gleich aber echt nochmal auf den, am nächsten Tag muss ich dann echt nochmal auf den Dings gucken, auf den Kalender. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Das sind nicht so viele Stardrops heute. Ja, nur 150 Tokens. Aber wir sind über 1000. Schon wieder? Komme ich vielleicht von hier an den Kalender dran? Nee, schade. Dann können wir gucken, was die Exchange Rate ist. Selling Star Tokens für 50 Gold pro Stück. Ja. Pro Stück. Und weiter geht's. Uns fehlen ja nur noch 1700 Tokens oder so, das geht ja schnell. Ist ja schnell gemacht. Wir können auch gleich nochmal das Rädchen da ausprobieren. Also geht's halt einfach. Das ist halt sicherer hier. Kostet zwar Geld, das Rädchen nicht, aber. Ah, das ist eine schlechte Runde. Das ist eine schlechte Runde, Freunde. Da wäre ich froh, wenn das überhaupt 150 Tokens bringt. Aber immerhin noch eine bessere Runde als mein Slingshot-Schießen vorhin. Sogar 170 Tokens. Sehr schön. Und gleich nochmal. Wir kriegen das alles noch zusammen. Es dauert halt eine Weile. Und der war leider wieder nicht perfekt. Lala. Der ist auch nicht perfekt. Aber wir sind auch wieder über 100 Punkte, also alles gut.
Siehst du, 113 Punkte. Ist doch schon mal wieder eine Nummer. 6 Fische gefangen. 193 Perfektionsbonus. 186 Star Tokens. Und weil es so schön war, gleich nochmal. Ich glaube, das Beste hatte ich mal, da hatte ich wirklich 200. Aber das war schon auch, da war ich schon noch besser im Angeln. Aber das wird uns heute nicht vergönnt sein, denke ich. Ah, das war mein Fehler. Da wollte ich zu schnell nach oben und habe deswegen keinen perfekten Fisch. Vielleicht könnt ihr heute mal Fisch essen. Mal gucken. Erstmal wichtig hier, die ganzen Tokens zusammen zu farmen. Schon ewig nicht mehr gespielt, ey. Ich so viel mit der PlayStation letzte Zeit zocke. Final Fantasy 13. Sehr geil. Sehr zu empfehlen. Vor allem für Freunde der Serie. Kurz vor knapp noch ein Fisch. Sehr nice. Also wir kommen wieder gut über die 100 Punkte. Und 195 Perfektionsbonus, das gibt doch wieder 186 Tokens. Jetzt gehen wir erstmal die Rare Crow kaufen. Hat die noch was zu erzählen? Ah, ich habe nicht gewonnen. Tja, wer hat eigentlich gewonnen? Der Pierre wahrscheinlich, ne? Ah, es fühlt sich so gut an, Erster zu sein. Futzte. Best of Luck. Hatte ich schon. Yes, ich hätte gerne die Rare Crow schon mal. Jetzt können wir nämlich genau sehen, wann wir es geschafft haben. Wir sind jetzt bei 742 und brauchen noch 1300 Token. Ungefähr. Oh, so blöd. Das ist immer so mein Ziel, wenn ich auf dieser Messe alles mitzunehmen. Ich weiß nämlich nicht, ob es das beim zweiten Mal dann noch gibt. Das war leider wieder gefailed. Und weiter geht's. Ah, fuck. Jetzt habe ich das böse Wort gesagt. Und noch ein perfekter. Sehr schön, kurz vorm Ende. Und noch ein perfekter, sehr schön. Ja, die 100 Punkte werden wir diesmal nicht schaffen. Doch, nice. Das war jetzt richtig Luck. Wieder 115 Punkte. 7 Fische haben wir dieses Mal gefangen. 215 Perfektionsbonus, fast 200 Star Tokens.
Sehr, sehr geil. Das heißt, wir brauchen nur noch 1060 jetzt. Da ist noch 5-mal ungefähr. Oder 6-mal. Der ist mir leider kurz aus der Perfektion geschlüpft. Lalala. Ist bestimmt super spannend gerade. Ich erzähle ja auch so viel. Weil ich mich halt echt aufs Angeln konzentrieren muss. Leider. Aber wir kriegen dadurch mehr Energie. Und das ist schon mal etwas. Oder ich glaube mehr Health, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, der Stardrop ist gut. Der ist es wert, dass wir das hier alles machen. Ihr könnt ja vorspulen. Wenn es euch nicht passt. Na, scheiße. Wieder kurz vor Ende die Perfektion ruiniert. Aber so 180 Tokens sollte der Run trotzdem bringen. Weil wir auch wieder... Ja, wow, nice. Das war jetzt auch wieder richtig schönes Luck. Punkte, sehr gut. Wieder nur 6 Fische gefangen, 207 Perfektionsbonus, ah, immerhin. Haben wir wieder 198 Tokens gekriegt. Das ist schon mal etwas. Wir können es einfach mal wieder ausprobieren. Wir gehen wieder auf grün, diesmal setzen wir 8. Und gucken mal, was passiert. Wahrscheinlich gibt es wieder Orange. Ja. Also, mein Glück ist nicht mit mir heute. Also gehen wir wieder fischen. Brauchen ja nur noch 870. Das kriegen wir schon gewuppt. Und wie gesagt, wenn es euch nicht passt, die 10 Minuten oder was es dauert, könnt ihr auch vorspulen. Ich ziehe voll das LP in die Länge, ich weiß. Aber wat mut dat mut. Wir können ja für die Abwechslung gleich nochmal das Slingshotten ausprobieren, einfach weil... Ja. Spaß an der Freude. Ich werde aber sagen, ihr wisst ja, wie es ausgeht. Lala. Und wieder geschafft mit einem Perfect Score. Ja, eine CD, die brauche ich nicht. Justin Bieber Album oder so. Ah, und noch ein Perfect Score kurz vor Ende. Komm, einer geht noch, einer geht noch, einer geht noch, einer geht noch. Nice. Sehr schön, noch ein Perfect Score am Ende. 118 Punkte. Kann sich sehen lassen, finde ich. 204 Silber-Token, Star-Token. Sie haben über 200 geschafft. Sehr cool.
Ich wollte ja nochmal slingshotten, habe ich gesagt. Wie viel Geld ich hier schon ausgegeben habe, ey. So rum ist es ja. Yay, Accuracy minus. So. So, jetzt hält sich meine Accuracy noch ganz gut. Okay, hätte ich nicht sagen sollen. Kaum sagt das. Verkackt da am laufenden Band. Ja, voll daneben. Sehe noch schlechter als die erste Runde. Ja, 74% Accuracy. Ich bin so ein Loser, was das angeht. 14 von 20 Schuss getroffen. Kein Accuracy Bonus. 20 Tokens. Ja. Seht ihr mal, also das mit dem Fischen ist doch die deutlich sinnvollere Alternative. Also, dann gehen wir lieber wieder fischen. Das macht mehr Sinn, token-wise, weil es genauso viel kostet. Ein Perfekt. Kann ich mal den coolen Fedora aufsetzen. Und wir nähern uns dem Star Drop. Was ja der ganze Sinn dieser Übung ist. Ah. Verkackt. Verkackt, verkackt, verkackt. Also auch eine sehr schlechte Runde. Das Spiel will nicht mehr, dass ich hier... Das Spiel will es mir erschweren. Aber nicht mit Papa Schlumpf. Wow. Wie viele Fische waren das jetzt? Zwei? Drei? Vier. Aber immerhin nochmal 130 Tokens. Jetzt bei 1466. We're getting closer, meine Freunde. We're getting close. Nach der Runde sind wir vielleicht schon auf 1,6 oder über 1,6. Geld kriegen wir ja wieder, wir haben ja ein bisschen was verkauft. Wir können das ganze Zeug vom Grunge Display auch noch verkaufen. Weil außerdem Kürbis brauchen wir ja noch. Den Kürbis brauchen wir ja noch. Das wird eine lange Folge.
Und noch ein Perfect, nice. Ich schneide das definitiv als eine Folge. Mit Überlänge. Wegen dem ganzen Gefische hier. Ach, das war's. Immerhin 170 Tokens. Wir sind bei 1,6. Das heißt noch zweimal, dann habt das überlebt. Das Gefische. Und dann können wir den Stardrop kaufen. Und nach Hause gehen. Das erste Mal habe ich erst die 3000 Star-Dings da zusammengesammelt und bin dann erst zum Grange Display gegangen, weil ich gedacht habe, danach ist es vorbei. Und ja, könnt ihr euch vorstellen, wie lange das dann gedauert hat. Und dann habe ich auch noch 1000 gewonnen, da hatte ich sogar noch einen ersten Platz. Wisst ihr, wie ich mir hier geärgert habe? Na, das war ganz knapp kein Perfekt. Ja, das wieder. Ich werde unkonzentriert, weil ich selber keinen Bock mehr habe auf Angeln. Aber wir ziehen das jetzt noch durch. So, komm, einer geht noch. Ah, verdammt. Naja, hätte schlimmer sein können. Hätte schlechter ausgehen können. Aber natürlich auch besser. Müssen wir wahrscheinlich noch einmal mehr machen. Lalala, wir haben es ja gleich geschafft, Leute. Und ich habe noch ein paar andere Ideen für den Kanal, aber das bei Zeiten. Kommt Zeit, kommt Idee. Einer noch bitte. Gerade so noch perfekt. Nice. Komm, einer geht noch. Nice. Das war wirklich in der vorletzten Sekunde. Und dann noch so ein super einfaches Perfekt. Sehr schön. Es gibt doch wieder ein paar. 230 Perfection Bonus. 204 Star Tokens. Ein einziges Mal müssten wir noch. Ach komm, machen wir noch schnell.
Gut, ich hätte die Dinger auch für die 12 fehlenden auf über 500 Gold kaufen können. $600, aber drauf geschissen. Machen wir schnell nochmal hier. Bisschen Butter bei die Fische. Und dann hat sich die Sache erledigt. Easy, also es sollte locker erledigt sein. Wir haben mit allen gequatscht, wir haben... Ach, unsere Zukunft haben wir uns nicht vorhersagen lassen, das wissen wir noch. Das habe ich ja ganz vergessen. Oder ich mache doch 2 Folgen draus. Mal sehen. Schade, es war kein Perfekt, aber so dringend brauchen wir es ja auch nicht, wir haben jetzt viel zu viele Star-Tokens. Aber wir haben es geschafft, Leute. Schluck trinken. Was verlangt die Alte eigentlich? Geld oder Tokens? $100! Egal. Lassen wir uns mal unsere Fortune lesen. Ah, ich sehe dich. Am Strand, da ist noch... Es ist ein Event und... Du läufst zum Demetrius und sagst etwas Lustiges. Es scheint, ihr seid gute Freunde. Ich sehe dich und Penny zusammen auf der Farm arbeiten. Aha. Aha, aha, aha. Was sieht die denn? Und wir scheinen über irgendwas sehr glücklich zu sein. Das ist doch schon mal ganz interessant, also... Gucken wir mal, was er noch so zu erzählen hat. Die Kristallkugel hat sich bewegt. Du bist in einem Kampf. Es kommt irgendwas Böses aus der Dunkelheit. Sei bereit, dagegen anzukämpfen. Was immer man gesagt bekommt, kann sich immer noch ändern. Och, Mietz. Ist die Katze wieder wach. So, jetzt gehen wir noch schnell unseren Star-Drop kaufen und wieder ab nach Hause. Ja, ja. Mal sehen, ob die Kristallkugel recht behalten wird. Oder ob wir unsere Zukunft noch ändern. Das steht ja alles nicht in... Es ist ja nicht in Stein gemeißelt. Jetzt haben wir die Star-Drop gegessen. Dein Hirn ist gefüllt mit Gedanken an Essen. Dein Energielevel wurde erhöht. Siehst du, deswegen haben wir das alles gemacht. Nur für ein bisschen mehr Energie. Und siehst du mal, was hier alles schon wieder fertig ist, du.
Das da will ich. Habe ich die Eier noch? Ja. Kann ich die nämlich auch gerade nochmal da reinlegen?